Wie hat sich die Situation in der Ukraine in den letzten Wochen entwickelt? Was wir in den letzten knapp 14 Tagen in der Ukraine gesehen haben, waren also durchaus Entwicklungen, die besorgniserregend sind für vor allem die ukrainische Seite. Wir sehen, dass die ukrainischen Verbände weiter nicht im Zentralraum und auch bei Bakhmut vorankommen. Wir sehen, dass die beiden Vorstöße beim Mariupol nördlich davon und auch beim Militopol nördlich davon praktisch fast zum Erliegen gekommen sind. Und wir sehen auch, dass die Kämpfe bei Bakhmut im Süden vor allem der Stadt zwar nicht an Heftigkeit nachgelassen haben, aber jetzt zu keinen substanziellen Geländegewinnen von ukrainischer Seite gekommen ist, wie das im Gegensatz davor in den letzten Wochen der Fall war. Im Süden, bei dem Raum quasi von Rabotine-Verboe, ist es den Russen sogar vor kurzem gelungen, einen Gegenangriff durchzuführen, westlich von Verboe, wo den Ukrainern wieder Gelände abgenommen worden ist. Und wir sehen auch die ersten Bilder von beginnenden Regenfällen, was also ein klares Zeichen ist, dass die Rasputiza vor der Türe steht und damit automatisch das Bewegen größerer Verbände nicht möglich ist. Auf der anderen Seite sehen wir auf dieser taktisch-operativen Ebene den Versuch der Russen, selbst jetzt in die Offensive zu gehen. Wir haben also sehr intensive Kämpfe im Raum zwischen Kupiansk und Svatove und auch südlich davon um die Stadt Avdijewka. Hier versuchen die Russen quasi in einer Zangenbewegung die Stadt einzukesseln. Sie erleiden dabei sehr, sehr schwere Verluste. Ihr darf nicht vergessen, dass die Stadt seit 2014 eigentlich zur Festung ausgebaut worden ist und auch die Umgebung durch Minenfelder und Sperren und anderes entsprechend vorbereitet worden ist. Die Stadt wird auch das Tor zu Donetsk genannt und die Russen versuchen nun in einer Offensive quasi sie in Besitz zu nehmen. Welche Erfolge konnte die Ukraine verbuchen? Was man als Erfolg der Ukraine sehen kann, ist, dass es der Ukraine gelungen ist, in den letzten Wochen im Schwarzen Meer die russische Schwarzmeerflotte immer mehr zurückzudrängen. Es gibt auch Indikatoren dafür, dass die Schwarzmeerflotte zum Teil ihre wichtigen Häfen bei Sewastopol verlassen hat und Richtung Osten ausgewichen ist. Der Hintergrund ist der, dass die Ukraine auch durch Unterstützung des Westens es geschafft hat, vor allem mit unbemannten Unter- und Überwassersystemen sehr erfolgreich gegen russische Schiffe vorzugehen. Und das hat die Russen jetzt in die Situation gebracht, dass sie quasi ihrerseits handeln mussten und quasi Teile ihrer Schiffe abgezogen haben. Wieso ist die Offensive der Ukraine nicht so erfolgreich gewesen wie erhofft? Wenn also Kräfte massiert eingesetzt werden können, dann kann man damit rechnen, dass tatsächlich es zum Beispiel einem Durchbruch oder Ähnlichem kommt. Und was also hier passiert ist, dass die Ukraine immer wieder Waffenlieferungen bekommt, aber eben nicht so viel, dass sie massiert einsetzen kann. Das ist das Dilemma, das wir sehen. Und das Ergebnis ist, dass jetzt quasi nach Ende des Sommers, mit beginnendem Herbst, die ukrainischen Streitkräfte, vor allem die Kräfte der Offensive, das 9. und 10. Armeekorps, diese insgesamt 12 Brigaden, von denen 9 vom Westen ausgestattet sind, auch signifikant verbraucht haben. Und man jetzt eigentlich bereits vom Westen wieder neu liefern müsste, damit die Ukraine im Frühjahr wieder neu in die Offensive gehen kann. Dazu braucht sie neue Kampfpanzer, sie braucht mehr Kampfschützenpanzer, sie braucht neue Artilleriesysteme, die jetzt über den Winter vorbereitet werden, um die Initiative wieder zurückgewinnen zu können. Sonst geht möglicherweise die Initiative an die russische Seite über. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Denn Russland bestimmt jetzt quasi durch seine Angriffe, wo die Ukraine ihre Kräfte einsetzen muss. Das heißt, die Ukrainer sind gezwungen zu reagieren. Es soll aber genau das Gegenteil der Fall sein. Es soll so sein, dass die Ukraine eigentlich bestimmt, wo die Russen reagieren müssen. Die Russen versuchen unter anderem deswegen Druck auszuüben, bei Kupiansk, Svatove, aber auch bei Avdijewka, nicht nur um dieses Gelände in Besitz zu nehmen, sondern um die Ukraine zu zwingen, Kräfte quasi einzusetzen, die sie jetzt wieder gerade versucht, als Reserve bereitzustellen, vor allem als strategische Reserven. Es gibt hier Indikatoren, dass die Ukraine versucht, ihre 4 Marinebrigaden wieder herauszunehmen aus den Gefechten, die ja eingesetzt waren quasi nördlich von Mariupol, diese zu sammeln und möglicherweise einen Vorstoß über den Dnepr zu wagen, wo sich jetzt auf mit mehreren Monaten Abstand die Sprengung des Nowatschakower Staudammes und damit auch der Umstand, dass das Gewässer einfach schmäler geworden ist, sich das anbietet als mögliche Übersetzstelle. Und Russland versucht natürlich hier, die Ukraine zu zwingen, diese Reserven auszuspielen, um also diesen Effekt der Abnutzung auch weiter durchzuführen. Welche Strategie verfolgt Russland? Auf der strategischen Ebene kann man klar erkennen, dass die Russen seit knapp 3 Wochen versuchen, wieder die kritische Infrastruktur anzugreifen, aber auch gezielt in der Tiefe der Ukraine, beziehungsweise auch hinter den Frontlinien
Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten, anzuwenden. Ich gebe Ihnen hier das Beispiel, dass die Russen mittlerweile auch in der Lage sind, ganz gezielt einzelne Kampfflugzeuge der Ukraine, die für die Ukraine ja besonders kostbar sind, entsprechend aufzuklären und anzugreifen. Vor allem, wenn man auf die strategische Ebene noch einmal verweist, wo ja die große Herausforderung ist, dass Russland möglicherweise die Intensivierung der Angriffe jetzt in den nächsten Wochen noch erhöht, um quasi mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen, iranischen Drohnen der kritischen Infrastruktur der Ukraine einen weiteren Schlag zu versetzen, der sich möglicherweise verheerend für den weiteren Kriegsverlauf auswirkt. Das haben sie schon letztes Jahr probiert. Es ist ihnen nicht gelungen. Man darf aber nicht vergessen, dass trotzdem circa, und das sind ja auch die Aussagen, die die Ukraine selber treffen, zwischen 50 und 60% der Infrastruktur zerstört worden ist. Man hat zwar einiges wieder in Stand gesetzt, aber wenn man möchte, dass die Ukraine auf lange Sicht diesen Krieg gewinnen kann, braucht sie eine funktionierende militärindustrielle Basis. Sie muss also wieder selbst in der Lage sein, auch Rüstungsgüter zu erzeugen. Und dazu muss sie quasi den Luftraum, vor allem westlich des Dnepers, schützen können. Darum auch der Bedarf an Fliegerabwehrsystemen, um also hier quasi nachhaltig wieder produzieren zu können. Worum dreht sich der Streit zwischen Präsident Zelensky und Generalstabschef Saluschny? Auslösender Moment war einerseits quasi das Interview mit dem Generalstabschef Saluschny und auch zwei Schriftstücke, die er selbst verfasst hat und auch veröffentlicht hat. Und da geht er sehr hart ins Gericht mit der Situation in der Ukraine selbst. Er sagt das sehr drastisch. Wir hätten quasi auf die Krim gehen können, die Krim befreien können und wieder zurück. Und das Dilemma ist einfach, dass in diesem Abnutzungskrieg, der aus dieser Paz-Situation heraus entsteht, die Karten eindeutig zugunsten der Russen gemischt sind, vor allem was die Ressourcen betrifft. Und diese Aussagen sind es, die quasi dann Präsident Zelensky dazu verleitet haben, im Prinzip dem zu widersprechen und zu sagen, nein, das ist also keine Paz-Situation. Wir sind also nach wie vor davon überzeugt, das gewinnen zu können. Und da ist natürlich interessant auch das Interview oder dieser Artikel im Time Magazine, wo ja im Prinzip auch schon auf dem Titelblatt die Frage gestellt wird, ob denn die Ukraine und ihre Führung quasi tatsächlich die richtigen Ziele noch verfolgt oder nicht im Wesentlichen. Ja. Und da gibt es also dann auch einige Hintergrundinterviews mit Leuten aus dem unmittelbaren Umfeld von Zelensky, wo also die Frage gestellt wird, ob er denn eigentlich sich die Dinge nicht selbst schönredet oder auch nicht. Wie ist Ihre Bewertung der Lage im Ukraine-Krieg? Das Problem, dass technologisch beide Seiten in einer Paz-Situation sind, dass man erkennen kann auf diesem gläsernen oder transparenten Gefechtsfeld, was der andere tut, dass beide immer wieder Ressourcen bekommen, dass die Ukraine genauso viel bekommt, dass sie quasi nicht sterben muss, aber zu wenig, um wirklich leben zu können. Das sieht man also auch sehr gut. Das hat übrigens auch Saluschny angesprochen, ganz konkret, das auch fast mit dem gleichen Wording. Und diese Konsequenzen sehen wir jetzt. Und das Ganze spitzt sich jetzt natürlich zu aufgrund der Situation im Nahen bzw. Mittleren Osten, wo natürlich jetzt aufgrund der Offensive der israelischen Streitkräfte als Antwort auf den 7. Oktober man sieht, dass die Ressourcenumschichtung passiert. Man sieht sogar, dass es auch viele der Journalisten mittlerweile die Ukraine verlassen haben und sich eigentlich der Blick der Weltöffentlichkeit auf Israel gerichtet hat und nicht, wie eigentlich intendiert, von der Ukraine auf der Ukraine bleibt. Welche Hilfe bräuchte die Ukraine im Moment? Zum Beispiel Technologien, die es möglich machen, das elektromagnetische Feld zu beherrschen und damit Drohnen es unmöglich zu machen, zu fliegen. Es sind natürlich moderne Waffensysteme mit einer entsprechenden Reichweite. Sie kennen die Diskussion über diese Attack-Cams, die sich lange dahin gezogen hat, die dann geliefert worden sind, aber in begrenzter Stückzahl und nur in der alten Version, also mit einer Reichweite von ca. 160 Kilometern. Und das dritte Element ist natürlich Masse, das Prinzip der Übersättigung oder der Massierung. Das heißt, nicht nur ein spektakulärer Angriff, so wie wir es jetzt wieder in den letzten Tagen gesehen haben im Raum Kertsch durch Storm Shadow und Scalp, von denen offensichtlich nicht weniger abgeschossen worden sind, sondern viele, viele gleichzeitig. Das macht dann tatsächlich einen Unterschied und könnte die russische Seite an den Kipppunkt bringen und sie zumindest so weit in die Enge treiben, dass sie bereit wäre, Verhandlungen durchzuführen. Aber das sieht man nicht.